dann schon bereit? So, Tag Nummer 1 startet und wir sind bereit und wir freuen uns eigentlich. Freust du dich? Ja, klar. Wartet, oh, die sieht noch gar keiner. Ich finde ein bisschen komisch. Ich bereite alles für uns vor. Für das erste Rezept. Ich bin mega gespannt. Was gibt's denn? Süße Quarkbrötchen? Nee, genau, also auf dem Bild sieht es mega lecker aus. Ich hoffe, es sieht uns auch so aus und schmeckt auch so. Genau, und Alexandra bereitet jetzt hier gerade vor. Genau. Wir brauchen allein Smacktastic Kids Chocolate und hier haben wir die Rocker Milk, das Casein für die Soße. Genau. Und die Quarkbrötchen machen wir so. Was heißt wir? Ich muss jetzt erstmal auf die Waage. Ich bin ja mal gespannt, mit welchem Gewicht ich starte jetzt hier nach der Geburt und also zweieinhalb, drei Monaten. Ich vertraue Alex Kochkünsten. Du warst heute schon auf der Waage. Ja, ich wiege jetzt 61,6. Was nimmst du dir vor? Nimmst du dir überhaupt was vor für die 2 Wochen? Ja, also 2 Kilo will ich schon verlieren. 2 Kilo? Ja, also mehr. Mehr braucht. Nee, nein. Also ihr müsst auch wissen, Alexandra macht es jetzt nicht. Weil sie unbedingt richtig, richtig schlank werden will, sondern einfach nochmal um... Ein bisschen Unterbauch vielleicht. Alexandra hat immer, also nicht böse gemeint jetzt, bevor hier Kommentare kommen, Alexandra hat einen kleinen Spitzkühler manchmal. Und ein Haarswechsel. Ja, das bist du einfach. Aber auf jeden Fall muss Alexandra nicht abnehmen, sondern es ist jetzt der letzte Feinschliff. Und für die I Love PT Party. Genau, das wollte ich gerade sagen, wofür machst du es? Ich möchte einfach nochmal ready for the I Love PT Party werden. Und ich natürlich auch. Das ist unsere Motivation. Und jetzt legen wir auch schon los. Los geht's! So, wir stehen jetzt im Bad und ich wollte euch mal die Ausgangsform der MCD von mir zeigen. Also, für die, die es nicht wissen, ich bin jetzt 2,5 Monate nach der Geburt. Bin eigentlich ziemlich zufrieden mit mir. Ich muss ja sagen, schlimm ist wirklich was anderes für mich. Aber ich bin natürlich für meine Verhältnisse nicht ganz so straff, nicht ganz so fit wie im Moment. Hab noch nicht die Kondition. Und ja, ich möchte diesen Anfangsmoment gerne nutzen für die MCD, dass ich sage, ich brauche ein bisschen Motivation, ein bisschen was, wo auch ich dranbleiben kann, weil auch ich habe geschoben und geschoben, habe mir wirklich über 8 Wochen Zeit gelassen, überhaupt wieder zum Sport zu gehen. Und das jetzt nicht, weil ich gesagt habe, oh, das Kind braucht alle Aufmerksamkeit, sondern das kriegt es sowieso, aber es schläft ja auch mal. Ich hätte auch vorher mal zum Sport gehen können. Ich habe aber gesagt, ach, kommt, das kann ich auch nach den 8 Wochen noch machen. Ich gebe mir mal ein bisschen Zeit, muss mich ja hier nicht unter Druck und unter Stress setzen. Jetzt kann ich leider nicht mehr stillen. Ich habe leider keine Milch mehr. Ich habe ja abgepumpt, wer mein Stillvideo gesehen hat dann. Und so lange wie möglich. Mit Abpumpen kommt natürlich nicht gleich viel Milch, wie wenn man immer stillt, also an der Brust das Kind hat. Jetzt ist es soweit. Ich habe so lange versucht wie möglich. Und vorher wollte ich auch keine Kalorien dir für die... kalorienreduzierte Diät empfehlen. Auf gar keinen Fall vorher, ne? Das schadet eurem Kind. Aber jetzt kann ich erstmal loslegen mit der Modern Crash Diet und wollte euch mal meine Ausgangsform hier zeigen. Es ist alles andere als schlimm. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir. Braucht jetzt aber wieder den Motivationskick einfach durchzustarten und auch mal ein bisschen was durchzuziehen, weil ich habe die letzten Wochen, also wirklich 2,5 Monate, wirklich viel Schokolade, viel Eis abends gegessen. Ich habe nicht extrem gecheatet, also nicht jeden Tag einen übelsten Cheat-Day gemacht, das muss man jetzt dazu sagen, sondern ich habe auch gesunde Sachen gegessen, aber abends auf der Couch war mir einfach immer danach und das habe ich mir dann auch gegeben in den 2,5 Monaten und jetzt ist aber irgendwann dann halt auch mal Schluss, dass man mal wieder ein bisschen ein Ziel vor Augen hat und das versuche ich gerade mit meiner Schwester und der Modern Crash Diet durchzuziehen und ich wollte es euch einfach zeigen, nicht meckern, ich wollte ganz ehrlich einfach nur zu meiner Situation sagen, ich bin ja sonst extrem fit und das am Bauch hier, das ist immer noch ein bisschen da, ist auch noch ein bisschen weicher vom Gelbkörperhormon, aber das gibt sich, glaube ich, mit der Zeit. Ich habe ein bisschen hier zugenommen und wo auf jeden Fall ist hier, das seht ihr gar nicht so gut, glaube ich, also so hier Hüfte und sowas, da ist es ein bisschen mehr geworden. Aber nicht falsch verstehen, nicht böse verstehen, es ist einfach nur für meine Maßgabe, für das, was ich sonst hatte, halt ein bisschen mehr. Klaro nach einer Geburt, aber das muss ja jetzt nicht sein für mich. Deswegen ja, fangen wir jetzt an und steigen mal auf die Waage und gucken mal, mit welchem Gewicht ich heute beginne. Ihr seid live dabei. Meine Fußnägel müssen auch wieder gemacht werden, nicht drauf achten. So, los geht's. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt ziehe ich mich schnell an und helfe Alex beim Frühstück machen. In der Weihnachtsbäckerei. Hörst du mich nach? Noch ein bisschen. Brötchen in the making. So, die süßen Quarkbrötchen sehen für unsere Kochverhältnisse doch mega gut aus, habe ich mir gerade gedacht. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück.
Also Alexandra hat gekocht heute Morgen. Ich habe nur aufgeräumt in der Küche danach. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das hier schmeckt. Bitte, bitte, bitte. Tu auch so. Wenn es nicht schmeckt. Ich muss ja sagen. Also der Teig hat schon geschmeckt. Da habe ich schon genascht. Da ist es schon. Hast du am flüssigen Teig genascht? Ja. Wie schmeckt der Quarkaufstrich? Darf ich dir mal sagen, dass dein Quarkaufstrich super ist? Okay. Dann wenigstens 50-50. Mm. Ich muss noch ein bisschen warten, meine Quarkbrötchen sind nämlich noch drin. Die waren noch nicht so goldig braun. Und ich muss noch zur Arbeit, deswegen muss ich ganz schnell essen. Also man muss sich auch erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen mit dem ganzen Backen. Also das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Wir haben einfach nur geschnippelt rein in die Pfanne oder sonst was und gebacken und gekocht, so mit Whey und so. Also so richtig leckere Rezepte, also clean leckere Rezepte haben wir lange nicht gemacht. Und deswegen war das jetzt auch ein super Anstoß, dass wir das einfach mal wieder machen, oder? Ja. Also, weil ich wollte immer und dann habe ich mir an dem Tag gedacht, ach nee, jetzt kochen und so, ach lass einfach reinschieben irgendwas oder irgendwas bestellen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dann machen wir das zu zweit. Und heute habe ich Glück, weil ich gehe jetzt ins Büro und ich kriege heute das Mittag geliefert. Von Chefkoch hier genau, persönlich. Genau, vom Chefkoch. Die arbeitet nämlich von zu Hause heute. Und dann kommt sie in der Mittagspause im Büro vorbei. So. Ich nehme euch immer auch mit meiner Cam. Und dann bekommt ihr das auch mit, wie ich meinen Mittag mache. Oder unser Mittag. Unser Mittag, ich habe auch Hunger. Und jetzt werde ich ganz kurz frühstücken, weil ich muss los. Und ich muss nachgucken, ob meine Quarkbrötchen fertig sind. Tschüss! So, jetzt ist es schon bald wieder Zeit für die nächste Mahlzeit. Und da Alina ja im Büro ist heute für die ganzen Meetings, übernehme ich jetzt einfach mal das Kochen. Aber ich finde, die nächste Mahlzeit sagt mir mehr zu als das Frühstück. Und ich bin noch nicht ganz so hungrig, es geht noch. Noch ein bisschen gesättigt vom Frühstück, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Oh Gott, Alina! Wie funktioniert dein Herd? An. Und wie mache ich es jetzt? Nee, das ist mir hier zu viel Hightech. Nee, Minuten will ich nicht. Geht der von alleine an? Uhu. Oh Gott, was ist das für ein Herd? So, nachdem ich wirklich hier 10 Minuten vor diesem Hightech-Herd von Alina stand, habe ich ihn endlich mal anbekommen. Und ich brate jetzt gerade unser Hähnchen an. Das sieht schon richtig gold und knusprig aus. Und ich muss es auch würzen. Wer mich aus meiner Familie kennt, weiß, dass ich nicht so gut mit Gewürzen umgehen kann. Es schmeckt immer irgendwie nach gar nichts. Darum bringe ich dir, Alina, die Gewürze auch mit, damit du auch nachwürzen kannst. Da unten, da hat es gerade geklingelt, da kommt mein Essen. Wer kommt denn da? Kommt da mein Mittag? So, Mittag, Tag 1 der Modern Crash Diet. Es gibt Gurkennudeln mit Hähnchenbrust und so sieht das Ganze aus. Sieht das nicht fabelhaft aus? Alexandra hat gekocht und ich habe es gerade von einer Tupperdose im Büro nochmal umgeschüttet auf einen Teller. Und ich finde, es sieht super aus, Alex. Hier haben wir das Modell Tupperdose. Und wie schmeckt's? Ich habe ja noch nicht gekostet. Richtig lecker. Also mir reicht es auf jeden Fall. Jetzt hat sie gerade ihre Kochkünste übelst selbst gelobt. Na, darfst du auch. Und jetzt wird erstmal reingehauen. Einen wunderschönen guten Abend an Tag 1 der Modern Crash Diet in meinem Tagebuch hier. Und zwar habe ich mir gerade Abendbrot gemacht. Es gibt einen Smoothie. Die Smoothies sind immer dafür da, die Mikronährstoffe in den 14 Tagen super abzudecken, dass eigentlich nichts am Tag fehlt. Und habe in das Rezept geguckt. Es ist ein Blaubeer-Vanille-Smoothie. Und ich dachte, yeah, ich liebe fruchtige Smoothies. Und dann gucke ich. Und dann ist da Spinat drin. Und das mag ich gar nicht. So, jetzt habe ich nämlich einen Riesentipp für euch. Ich weiß nicht, ob ihr den so cool findet. Ich finde den mega. Ich esse den Spinat jetzt einfach so und gönne mir meinen Smoothie, den ich hier gerade in diesem, seht ihr den, Mixer zubereitet habe. Hupsala. So sieht das Ganze aus. Werde ich mir jetzt gönnen, ohne diesen Spinat drin. Ich habe obendrauf noch ein bisschen Vanille gemacht aus der Mühle und werde den jetzt kosten. Das können wir ja gleich zusammen machen, oder? Ja, es schmeckt wie ein guter, leckerer, fruchtiger Smoothie. Also, habe ich mit Blaubeeren gemacht. Schmeckt mega. Spinat ist jetzt nicht so geil, so zu essen, aber gefällt mir besser, als hätte ich jetzt meinen Smoothie irgendwie ruiniert.
Und ja, ich werde mich morgen früh mal bei euch melden, wie es mir denn am ersten Tag so erging. Weil im Moment geht es mir gut, so wie ihr seht. War heute auch arbeiten, habe gerade mit Lilly gekuschelt. Und jetzt schläft sie nämlich gerade in der Wippe und ich habe Zeit, mein Armbrot vorzubereiten. Und wie ihr gesehen habt, Alexandra hat mir tatkräftig unter die Arme gegriffen beim Kochen. Und übrig blieb der Smoothie für mich, den habe ich jetzt gemacht. Und Alexandra macht ihren zu Hause. Und ja, wir hören uns morgen früh bei der Wasserstandsmeldung, wie es mir geht.